Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Folge 3 und mit dabei natürlich wieder der MC Pizza aka Simon und der Final Bobby aka Bobby. Hätte keiner gedacht. AK 74. Was AK 74? Was? Hä? Nee, du AK gesagt hast anstatt AKA. AK? AKA. Das heißt eigentlich AKA Bobby oder halt sowas. AK. Wir machen das oder halt. Oder AKA, wie du es willst. Oh, ist mir doch Latte. Lass einfach starten. Echt, wir starten schon, Simon. Mein Kater. Mein Kater versucht mir gerade mein Headset räuberisch zu klauen, indem er nämlich reinbeißt. Ich glaube, da muss. Weiter so. Nein. Nein, das macht er nicht. Du kleiner Wurm. Gut. Kater schnell beiseite geschubst. So. Sorry. Wisst ihr, wir haben ja vorhin das Thema Mods gehabt. Ja. Und Shader. Wisst ihr, was das und ja, aber wisst ihr, was ein Shader Mod wäre? Der Timber Mod. Oh ja, der wäre echt entspannt. Oh. Kennst du den, Kevin? Nö, deswegen sage ich nicht. Du haust den untersten Block. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und dadurch fällt einfach das ist so entspannt. Sag mal, seit wann breitet sich denn das Wasser so blöd aus? Ich weiß nicht. Immer? Das ist schon immer blöd ein bisschen. Das wir immer nach unten. Nee. Wow, Simon. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn das Wasser von unten nach oben gehen würde. Echt? Nee. Das ist ja natürlich das mein. Nee, du raffst nicht. Nee, ich weiß echt nicht, Simon, wie du es jetzt meinst. Warte, ich baue mal fix einen Eimer. Ich hab einen Eimer, schon. Ich baue mal kurz einen Eimer. Zwei. So, pass auf. Ja, das musst du so machen. Na hier, pass auf, da. Ja, das will immer an der nächsten Stelle nach unten gehen. Das ist ja also hier will das nach unten. Wenn du das dann auf einer geraden Fläche machst, wo es nicht nach unten kann, dann verteilt sich gleichmäßig in alle Richtungen. Das ist ja belastend. Das mache ich nicht. So. Bauen wir nämlich jetzt das Grundgerüst für unser Häusl. Aber ich brauche noch ein paar Oktopus, aber hier werden keine rumschwimmen, ne? Doch, da schwimmt doch, einer. Doch. Naja, das Problem ist aber, da die Festung ist, wird das... Ja. Oh, hier schwimmen relativ viele rum. Die Tittensäcke fallen immer so schnell nach unten, das ist scheiße. Man sammelt die gar nicht mehr auf, wenn die in der Luft sind oder so, oder wenn die nach unten. Aber Bobby, hast du Timer gestellt? Ja. Immer. Gutes Bobby. Außer halt in der ersten Folge. Ja, aber da war ja Simon eh noch nicht zu hören, also da war eh alles wieder drunter drüber. So wie bei unserem Blattborn, ne? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich schon. Dass Bobby die ganze Zeit aufgenommen hat und immer sein Video bloß 15 Minuten mal hochgehauen hat. Dann mal ohne und Stimme, drei Folgen oder so. Wo Kevin aber in meinem Podcast alleine geredet hat. Ja. Ja. So ungefähr. Hey, der hat mich angegriffen. Dein Hund ist tot. Hey, du Ficker! Der hat mich angegriffen! Bitte was? Der, wo du geschlagen hast. Ich würde es aber niemals tun, also das ist Simon. Also, das ist Simon. Außerdem hat er dich geschlagen. Wahrscheinlich. Echt? Nein. Achso, Simon, du, ich so. Ich hab dem Hund gekuschelt. Das fand er nicht so gut. Glaub ich auch. Du hast ihn gestreichelt, ne? Mit der Faust. Mit dem Schwert. Das war ja, noch besser. Respekt, Schelle. Kopf ab.
Hat irgendeiner Tittensäcke von euch? Nee, ne? Nee. Was hat Simon so in seiner Kiste? Alter, der viel Eisen, der kleine Lümmel. Simon hat ganz offscreen ganze gefarmt. Und nee. Wir so immer so, Simon, nein, die sollst du nicht. Offscreen mache ich nichts. Ich bleib einfach nur stehen oder lauf hin oder ess eine Teller. Oder eskalierst mit deinem Controller. Hey, du bist das mit deinem Controller, eskalier nochmal. Wenn bei dir das Headset nicht, wenn bei dir das Headset nicht ausrastet, dann ist es der Controller. Das ist immer so. Ach so. Wird das schon wieder dunkel? Ja, ne? Ja. Ach, ich hätte ein Bett mitnehmen sollen. Jetzt mal, aber jetzt der Zyklus von Tag und Nacht in Minecraft ist auch ein bisschen verringert worden, oder? Ja, kommt mal so vor. Das sind doch keine 8 Minuten mehr. So, also ich hatte ein Bett mit. Scheiße, ich brauche nur noch. Simon, wenn du Kies findest, sammelst du bitte mit ein. Ja. Vielleicht brauchst du Kies für Feuerstein, oder? Nee, für den Beton. Also ich schätze, du brauchst ziemlich viel. Ja, jetzt geht's. Ja, doch, ich muss doch Wände ziehen. Ja. Ich muss mal beim Licht hier machen, ich sehe sonst nicht. So. Liegt schon einer von euch im Bett, ne? Nee. Mit vollgeschissener Buchse. Ja, also ich würde jetzt so. Mit vollgeschissener Hose. Lecker. 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 Wie letztes bei South Park? Oder hast du da schon gepennt? Da hab ich glaube ich schon gepennt. Au. Alter. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Das ist nicht in der Aufnahme. Weißt du, ich halte das nicht. Egal, wie das ist. Ja, was? Alter, raus aus dem Projekt. Ja, aber ich sagt Bobby, der bei der letzten Folge noch rummeckert. Ja, komm, wir beenden jetzt mal die Folge, bevor das noch weitergeht. Und kurz nachdem wir das beendet haben, ja, ich gehe erstmal schnell auf der Hütte. Ist er schnell ins Klo gerannt. Also hatte ich und Simon in der letzten Folge doch recht, dass er einfach mal ganz dringend Scheiß musste wahrscheinlich. Nicht dringend. Nicht dringend, aber ne, hat schon leicht gequält. Genau. Hat sich schon einiges was angestaut, meinst du? Ich sag nicht mehr. Bitte, hör einfach auf zu reden. User is disconnected from your channel. Hey, guck mal, da ist ein Wächter. Juhu! Ja, Vorsicht, der ist Aua. Doof. Also. Aua! Ah! Hä? Achso, ich bin ertrunken. Hä? Du bist ertrunken? Du bist doch gar nicht tot. Ja, aber ich bin unter Wasser, ich hatte keine Sauerluft mehr. Also Sauerstoff, Sauerluft. 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 Sauerluft, genau Junge. Ob mich der Wächter. Ob der Wächter mich instant tötet? Nee. Mir hat er der Hälfte abgezogen. Was? Ohne Rüssel. Der zufordert ist, ja. Hey, mein Kater rastet gerade schon. Das war mein Kater, der rastet gerade schon wieder aus. Der ärgert. Der spielt gerade an seinem Schwanz. Aha, das ach so, spielt er wieder Hund. Ja. Ah, okay. Ey, diese Höhlen sind hier aber auch mal der übelste alles Scheiß, klar. Ne? Ich glaube, das mit dem Wächter ist jetzt nicht so die beste Idee. Was ich glaube, ich habe meine Karte dran. Blöder Penner. Muss ich den Mann, muss mich dann zurückführen. Ich hab den Wächter umgelegt. Applaus. Ja. Und jetzt? Bis jetzt richtig ein Keks? Oh, bitte. Aber eben mit Doppelschokolade. Nee, so viel Geld hab ich nicht. Was? Aber. Wie viel Dings brauchst du? Wie viel Kies? Kies? Genug. Ja, mehr als genug eigentlich. Also nicht wundern, mein Kater räumt gerade wieder meinen ganzen Tisch unten auf. Ne, mein Tisch unten auf. Ach. Suchst du wieder das Essen, was du versteckt hast? Ne, der spielt halt wieder mit seinem Schwanz und dabei ist der halt einfach, ja,
anders. Der ist ein bisschen geistig. Deswegen auch der Name Psycho. Ich suche eigentlich gerade die Prismascherbe, die der fallen lassen hat, aber irgendwie finde ich die nicht. Die lassen aber nicht immer. Doch, der hat eine fallen lassen, ich hab's gesehen. Ich hab die runterdroppen gesehen. Bloß irgendwie ist sie weg. Oder Prismarin oder wie das Gelümpel auch immer hieß. So. Was? Hat ihr schon eine ziemlich tiefe Höhle gefunden hier auf der Map? Da vorne war eine Schlucht ja. Für uns gewesen, das hab ich gesehen, ja. Dobidamdam. Hey, ist da hinten ein Arktisgebiet? Ja, bei mir. Das sieht, ja, ich sehe es gerade. Muss man nach Igloo Ausschau halten, das wäre am besten. Ne? Ich hätte gerne einen Eisbär. Kannst du die zähmen jetzt? Ich glaube nicht. Aber ich kann ihn mir verboten. Ich hätte gerne einen. Ja, genau. Simon tut die einfach in sein Brot stecken und er holt sie wieder raus. Ja, so verschwindet der meiste Teil bei Simon. Ich habe kein Holz mehr, sehe ich gerade. Simon ist der Pole, der nicht mit dem Auto oder zu Fuß kommt, sondern mit Boot. Bobby, hast du etwas gegen Polen oder was? Also Bobby. Da hätte ich ja was gegen deinen Kater. Bitte, lass den. Der ist speziell. Also Grabmüdigkeit ist richtig eklig. Hey, wie kommst du darauf? Weil ich gerade einen Baum abgebaut habe und... Eine Stunde braucht es. Ja, das Gefühl hatte, dass es irgendwie nie wird. Ich weiß gerade, was hier gerade zusammen Schuster. Schuster? Ja, genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Oh Mann, hör auf, in meinem Kopf rumzuspuken. Spuken. Ich tue jetzt einfach mal alles raus, was ich nicht brauche. Ich mache mir jetzt schon mal eine Chest. Ne, halt, ich mache mir Dings. Ein Iron Sword. Eine Pickaxe. Ich mache mir plus ein Eisenschwert. Ja. Ich mache mir jetzt erstmal zigtausend Öfen. Papi sieht alles wieder auf mich auch mockt, ja. Überall Öfen wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch 4 Eisen. Die 4 Eisen hebe ich jetzt mal auf. Simon? Weiß einer noch wie? Wo bist denn du? Irgendwo nirgendwo in Suchhöhe. Du suchst Öl? Na, da kannst du aber lange sehen. Höhlen, ich hab statt Öl. Ich hab Öl verstanden, sorry. In Minecraft, oder? Ja. Man weiß nie. Guck mal, hier ist ohne Höhlen. Nee, doch nicht. Das ist einfach bloß nur. Hey, da ist Eisen. Humble. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist, Simon. Ich bin hier, finde hier immer gleich irgendwelche Höhlen. Ja, aber so Mini-Dinger, die nie tief gehen. Ja. Weiß einer noch, wie ein Dietrich, wollte ich schon sagen, ein Trichter geht? Ja. Mit Eisen? 5 Eisen und eine Kiste. Und eine Kiste. Ach, eine ganz Kiste. Ja. Ganz nur mit einer Kiste und dann links davon Eisen, rechts davon ein Eisen. Dann über den Eisen 1 und ganz, ganz unten in der Mitte. Also oben links, oben rechts. Also links, Simon, rechts. Ich weiß ja nicht, was du meinst mit, dass du keine Höhle findest. Ich bin hier wirklich in die Höhle, wo ich gerade reingehuckt bin, wegen Eisen. Die geht sonst wie weit wahrscheinlich. Alles klar. Bei ihm ist einfach blind, bei ihm ist einfach alles dunkel. Wahrscheinlich. Nee, ich hab Gamma 100%. Echt? Hast du Gamma 100? Ja. Lol. Boah, ich seh's sonst nicht. Das könnte ich nicht. Ich seh's sonst nicht. Simon ist einfach blind. Das muss ich sagen, ist bei WW2 ist das echt eklig mit dem Zombie-Modus halt. Diese Dunkelheit dort. Ja, das ist hart dunkel. Also, das ist, man sieht halt echt wenig. Gerade wenn man da noch ein bloody Screen hat oder sowas, ist das unangenehm. Derbe unangenehm. Simon, ich würde aber jetzt gerne mal ehrlich gesagt zu dir kommen.
Deswegen müsstest du mal wieder an die Oberfläche damit kommen. Diamond Lauf. Der will zu dir. Run. Wie immer jetzt hier zu mir kommen oder zu der Base? Wieder? Na, ich will direkt zu dir, also mit dir in der Höhle am besten halt. Ah ja, ich bin relativ Oberfläche, weil ich finde halt nicht wirklich was Tiefes. Achso, na dann komm mal zurück zu deiner Base, mehr oder weniger, was es ist. Ja, musst mich dann hinführen. Also ja, das ist nicht weit von dir. Was ist denn los? Ja, ich. Kleiner Teufel. So. Da gehen wir einfach jetzt einmal auf Erkundungstour und scheißen erstmal aufs Haus. Du klappst gerade wie Adi, Alter, ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, das sagen übrigens viele, dass ich wie Adi klinge, aber wenn ich Adi und mich so vergleiche, haben wir. Ja. Weiß nicht. Wenn ich einen Trichter an einen Trichter dran setze, war, geht es weiter runter, war. Also das verbindet sich. Ja. Du brauchst es aber gar nicht eigentlich verbinden. Du musst ihn so an. Also du musst sneaken und den angucken. Und dann platzieren. Ja, ich weiß schon, wie ich es mache. Also ich weiß schon. Aber du musst ihn doch aber eigentlich gar. Du musst doch keinen Trichter nochmal platzieren. Drunter, oder? Das rutscht doch so weiter. Eigentlich nicht, aber wenn du es halt wieder weiter nach unten haben willst, dann schon. Simon, ich hab mal kurz. Ja. Ich mache drei Öfen, weißt du? Und wenn ich neben den Aid-Trichter noch rechts und links zwei setze, verbinden die sich ja. Ach, du willst dir diesen Brennofen machen oder was? Diesen dauerhaften Brennofen oder wie? Ja, so ein klein. Ach so. Kevin, wo lang? Warte kurz, ich mach mal schnell noch bei mir was zu essen. Essen! Du kannst erstmal zu mir hochkommen. Willst du mich verarschen? Nee, wieso? Ich weiß nicht, wo es lang geht, ich hab doch keine Karte. Nee, du weißt doch aber, wo. Ach so, nicht weißt du, wie du zu deiner Base kommst? Nö. Oh, na toll. Guck mal auf der Karte. Wir sind außerhalb der Karte, außerhalb unserer Karte. Also ist unsere Karte eigentlich auch useless. Ja. Ihr seid ein paar Helden. Ja. Ja. Ich nicht, Simon doch. Ja. Ich weiß gar nicht mal, ob ich in die richtige Richtung bin. Bist du in dem Arktis-Ding? Ja. Nee, ich bin gerade in irgend so ein grobe Erdenfichtenwald-Dings. Habe ich nicht gerade. Ach, da unten habe ich sie doch drin, ich Trottel. Okay, das ist nicht viel, das nehmen wir hier mal was raus. Dann machen wir hier Hälfte neu. Und da Hälfte neu. Ihr habt nicht zufälligerweise euer Bett mitgenommen. Ich bin doch bei mir an der Base. Ich hab ein Bett. Ja, das Problem ist, ja gut, das Simon hat dann aber trotzdem keinen Speicherpunkt, das ist der Nachteil. Weil Simon ja das Bett immer wieder wegbaut. Ja, ich schau mal. Hab ich hier noch Kohle? Ja, hab ich noch genug Kohle. So. Na, mein kleiner Teufel. Ne, du kleiner Teufel. Gut. Es ist früh an der Morgen, ne? Ja, meine Damen und Herren. So. Hä? Hab ich denn jetzt? Hab ich die Bände jetzt wieder? Hä? Ich dachte, der Trichter zieht sich rüber zum anderen Trichter. Das macht er gar nicht mehr. Dann scheinst du etwas falsch zu machen. Keine Ahnung, ich hab davon keine Ahnung, wirklich. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, ne? Ja, Simon, dann such dir einen Berg und gucke, wo das Arktikgebiet ist. Ja, Ja, Bin ich drauf. Und du siehst es nicht? Nein. Das ist kacke. Siehst du irgendwas, was dich irgendwie an irgendwas erinnert? Mhm. Das ist natürlich kacke. Ich meine, wenn ich Redstone hätte,
Könnte ich mir eine Karte bauen. Aber habe ich nicht. Und die Sache ist, ich bin komplett irgendwo in den Wald. Und zieht sich komplett 360 Grad. Und da ist ein Lama. Na, dann bau dich mal noch höher, wenn es geht, wenn du nicht komplett drüber gucken kannst, sag ich mal. Ich kann schon drüber gucken, aber die Sache ist, irgendwann kommt da Nebel. Ach so. Na, warte, ich komme mal kurz zu dir rüber. Doink, doink. Oder du machst das, was ich gestern gemacht habe, immer. Ich will Oh. geopfert werden. Nee, ich habe so gutes Zeug dafür Ne, nicht. Bobby? Ich will mich aufhören. Komm mal her, ich geb dir. Nein, ich habe auch die Karte. Tja, ich wollte geopfert werden. Und dann habe ich Bobby opfern lassen. Gegen seinen Willen. Ich wollte mich opfern, aber So. ich gehe einfach mal in die Richtung. Warte Wir mal. haben noch 5 Minuten ungefähr. Geht klar. Das klingt praktisch. So. Bist du durch das Arktis-Biom gelaufen? Dran vorbei. Dran vorbei. Links davon oder rechts dran vorbei? Links. Das heißt, das war links von. Ach du, ach nee, halt, das war rechts von dir, okay. Also da hinten. Dann müsstest du auch irgendwann Dings sehen. Ein paar Höhleneingänge mit Fackeln drin oder so. Also die habe ich nicht ganz am Anfang platziert, by the way. Dann komme ich jetzt einfach mal. Wäh, oh toll. Da ist Toll, eine Uhrzeit, da war ich auch nicht. okay. Ich weiß Ja, nicht. kann ich nachvollziehen. Das ist dein Leben auch. Huch! Hier ist ein riesiges Loch im Boden. Alter. So, du bist, das, wenn, also wenn du links dran vorbeigelaufen warst, sind die Spitzen bei dir dann rechts. So, also so wie jetzt bei mir. Hör nicht auf das, was Simon sagt. Ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass ich über die Dings gelaufen bin. Über die Baumkronen von diesem Schwarzeichenwald. Ja, ich glaube, ich sehe es gerade, was du meintest. Hast du da diese der luftschwebende Erde gesehen irgendwo? Kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Frage ist, hat er halt hochgeguckt? Du bist hier, da bist du ja irgendwo hier denn. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Gerade so anfänglich, also frag Was mich. für ein Gebiet bist denn du jetzt? So Wald mit, also so Sumpf, Schwarzeiche, Wald. Und halt ein bisschen normaler Wald mit, ne? Ich sehe da hinten Akazienbäume. Ah, ich glaube, da bist du nicht. Ne? Das ist Wüsten, wäre Shit. das. Bist du an einem riesigen Ozean oder kannst du den riesigen Ozean sehen? Ja, in der Nähe habe ich einen großen Ozean, ja. Ich stehe hier auch an was. So, warte mal, wenn du vorne, du bist da dran vorbeigelaufen, du bist über diese Baumkrone drüber. Bist du dann geschwommen? Ich dächte eigentlich nicht. Dann müsstest du eigentlich auf der anderen Seite jetzt bei mir sein. Warte, ich sehe ein Arktis-Biom. Das ist schön. Ja, Bist dort du an hinten. einem Sumpf? Ne, an dem Sumpf jetzt nicht. Aber ich glaube, ich weiß, was du für Bäume meintest, wo du drüber gesprungen bist. Nee, ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich wieder zurückkomme. Ja, so ist das, Leute, ne? Ey, mal mit Profis spielen. Ey, mal. Siehst du noch das Arktis-Biom? Ich bin noch in dem Schneebiom drinne. Ja, warte, dann glaube ich, bin ich bei dir in der Nähe. Jetzt bin ich auch auf solche Arktisspitzen gekommen.
Steht jetzt genau neben den Arktisspitzen. So, bei seinem Kram gerade immer kommen. Ach so. Anwesend. Steht jetzt genau bei den Arktisspitzen, Simon. Also hier, ich weiß nicht, wie man die nennt. Brauchst du noch ein paar Minuten? Weil Timer klingelt gerade. Ja, ja. Wir müssen erstmal kurz gucken für Simon. Bist du bei dem Arktis-Bio, Simon? Nee, ja. Ja, ja. Bist du bei den Spitzen hier? Bei diesen? Also Spitzen? Ich sehe dort in, also so in leichter Steinhaufen, so ein etwas größerer, wo dann so ein ganz großer Block drauf ist. Oh Gott. Das ist eine Beschreibung. Das ist aber noch im normalen Gebiet. Ach so. Das ist natürlich schlecht. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Arktis-Biom. Aber was meinst du für Spitzen? Wie sehen die aus? Diese, das sind so wie solche Eiszapfen, das ist total besonders rum. Oh jo, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das ist ein spezielles Eisbiom. Ah, ich sehe sie da hinten, ja. Also ich glaube zumindest, dass es das ist. Warte mal, du warst im Schwarzeichenwald, ne? Ja, warte, bleib einfach dort stehen. Ich glaube, ich sehe die Spitzen da hinten. Kann das sein, dass du... dass da ein großer Berg war mit? Ja. Irgendwo? Aber warte mal bei den Eiszapfen. Ich sehe die. Ja, ich ja. bin da gerade hingelaufen. Die liegen am Wasser, ne? Die sind ja. Nah am Wasser. Ja, ich sehe die Eiszapfen. Die an so einem Berg dran, ne? Ja, ja, kannst du so sagen. So ein Hügelberg. Ja, so ein kleines Hügelchen. Ja, jetzt ist ein Hügelberg. Ja, es ist noch kein riesiger Berg, es ist so ein kleines etwas. Oh. Lass mal ganz oben auf den Berg treffen. Ah, guck mal, da ist ein bisschen. Bist du jetzt Stutter? Nö. Nee. Ich bin, also an dem Fuß des Berges bin ich. Es wäre natürlich schön, wenn du jetzt hier wärst. Ich sehe dich aber nicht. Ich bin an der Spitze des Berges. Nein, dann bist du nicht bei mir. Das Problem... ach, lol. Warte mal. Ich sehe da noch ein Arktis-Biom, aber so halt dieses... na? Mit dem Polareis oder wie die Scheiße heißt. Bist du vielleicht dort? Ich habe hier noch relativ viele Bäume. Ja, dann bist du bestimmt dort. Ziemlich viele Bäume. Hier ist so ein größerer Schneeberg mit ganz vielen Eiszapfen drauf. Ist etwas höher, ne? Ja. Ja, ich glaube, dann bist du dort, wo ich... also ich gerade so... also was mache ich denn? Ich kann ja probieren, so ein Eiszapfen zu schmelzen mit Packen. Ich weiß nicht, ob die zu schmelzen gehen, die Dinger. Weiß nicht. Ich kann ja mal eine Fackel an so ein Ding dranhängen, mal gucken. Weil das siehst du dann, glaube ich, ein bisschen offensichtlicher. So, einfach weil wir so viel Erde haben, bauen wir es einfach kurz. Oh, hoppla. Baust du irgendwie? Oder kann ich dich irgendwie erkennen? Ja, ich habe mich gerade versucht, übers Wasser zu bauen, aber das dauert nicht so lange. Ja, du bist dort, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh, warte mal, hier ist Eisen, warte mal. Das ist wichtiger. Ich sehe dich irgendwie trotzdem nicht. Ach, Simon. Ja, ich komme von, keine Ahnung, hast ja keine Himmelsrichtung im Spiel. Ja, leider nicht. Zumindest jetzt so einfach. Ich sehe dich da oben, ich sehe die Fackeln, habe ich jetzt leuchten sehen. Aber dann kannst du ja nur von überall kommen. Da kannst du ja nur von überall kommen, wow. Nee, aber wenn du auf dem Meer bist, dann kannst du nur aus der einen Richtung kommen. Ich sehe dich. Also zumindest sehe ich deinen Arm durch die Wände. Dann müsste ich dann ja auch durch. Ach, da ist eben. Ach, hallo. Hallo. Wir kommen jetzt wieder zurück. Warte. So, das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Ja, stimmt. So, Leute. Ich habe Simon gefunden. Wir reisen wieder nach Hause, lernen unsere Taschen und
Okay. Ja, begeben uns da, denke ich mal, dann in die Höhle. Ich weiß ja nicht, ob der Bobby da mit will. Nee, ich baue mein Haus erstmal. Er baut sein Haus. Gut, Leute, dann würde ich Guck mal, sagen. das ist ein Baumstich. Was? Spring mal auf das Bett drauf. Ach so, ja, das weiß ich. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Na, bis dahin. Ja.